Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eichel und der Stadt Salzkotten. Samstagabend, 19 Uhr. Wir sind in der Rockscheune in Ferne, wo sich zwei großartige Bands auf der Bühne die Ehre geben. Matt Eagle, eine bekannte Band aus Paderborn, und natürlich die provokante auftretende Band Mandelkokain-Schnaps, kurz MKS aus Berlin. Wir schauen, was kommt. Christoph Koch. Hier. Heute der Rockscheune. In Ferne. Jawohl. Geht die Post ab, oder? Ich denke auf alle Fälle. Zwei Bands. Einmal aus Berlin, MKS. Mandelkokainschnaps. Danke, dass du es gesagt hast. Und die aus Paderborn? Ja, Paderborn, Delbrück, ich sag mal so aus der Umgebung, Matt Eagle. Hast du schon reingeguckt? Ich höre bei mir im Auto die ganze Woche schon Mandelkokainschnaps und ich bin heiß wie Frittenfett, ganz ehrlich. Ich lass mich überraschen. Ja, ich habe gehört, du spielst auch in der Band, ne, Peter? Wie sieht's denn aus? Hast du Ohrenstöpsel dabei oder sind deine Ohren das gewöhnt? Nein, ich bin taub. Du liest mir den Lippen ab. Ja, nee, ich stehe auf heiße, laute Musik, ohne Frage, schon immer. Ja, Uwe, du bist ja auch in dem Club hier. Jawohl. Was erwartest du heute Abend? Ja, viel gute Laune, Party, Stimmung. Es sieht schon ganz gut aus. Volle Bude? Ja, doch, fast. Wackelnde Wände? Auf jeden Fall. Geile Band aus Berlin. Ja. Mega, mega. Schon gehört? Ja, natürlich. Ja, also ich hab reingehört. Wollte ich gerade sagen, was steht denn da drauf? Anfassen verboten, ach nee, anständige Frau. Immer anständig bleiben, das ist ganz wichtig in dieser. Kannst du dich mal eben umdrehen? Ich glaube, das stimmt nicht immer. Ich mach das mal an der Seite. Alter Verwalter. Provokantes Auftreten und gesellschaftskritische Themen sind die Kennzeichen von Mandel-Kokain-Schnaps. Die Berliner Band tritt vor allem für Vielfalt, Offenheit, Respekt und Menschenliebe ein. Verpackt wird dies mit rotzigen Rock-, Pop- und Punk-Klängen und einer Bühnenshow, die jedem Zuschauer in Erinnerung bleibt. Schaut selber! Schön! Wir sind da! Ist es nicht großartig? Direkt aus Berlin. Normalerweise seid ihr doch auf ganz anderen Bühnen unterwegs. Dortmund, Berlin, Bremen, Hannover. Tatsächlich, aber Scheunenfest hat gerufen und da dachten wir, müssen wir kommen. Und es hat sich gelohnt. Ja, ich bin auch hellweg begeistert. Ich habe mich richtig erschrocken. Ich dachte, was machen die denn da? Boah, sowas von genial. Wie seid ihr nach Ferne gekommen? Fantastisches Glück, dass wir eingeladen wurden von Werde. Wir durften hier heute zum Scheunenrock kommen und richtig krachen lassen. Aber, also ich muss echt sagen, ihr habt Spaß, ihr habt Stimmung, ihr habt eigentlich alles, ne? Ihr habt euch getroffen 2018. Genau.
Genau, wir haben uns getroffen an der Berufsschule. Wir haben alle was Soziales gelernt und haben dann quasi bei der Musik AG zusammen Musik gemacht, hatten alle keine Ahnung und haben dann irgendwann gedacht, ey, wir gucken mal, wo das so hingehen kann. Und ja, jetzt, wie du sagst, sind wir irgendwie in ganz Deutschland unterwegs, haben ein Album draußen. Es ist irgendwie, wir können es selbst noch nicht ganz glauben, aber es läuft gerade ganz gut. Yeah, Wahnsinn. Benne, 2020, erste Single rausgebracht. Ja, ist richtig so. Warum hieß die Rassist? Also wir haben uns von Anfang an gesagt, wir würden gerne mit der Musik, die wir machen, wollen wir auch gerne eine Message verbreiten. Das, was uns wichtig ist, das, was wir an die Gesellschaft weitergeben wollen, das, was wir allen Menschen irgendwie mitteilen wollen. Und da war das erste Thema für uns, wir brauchen keine Rassisten in unserer Gesellschaft. Wir brauchen keine Rassisten in Deutschland, in Europa, auf der Welt. 2024, das erste Album rausgebracht. Und volle Kanne nach oben gegangen, oder? Ja, volle Kanne nach oben gegangen. Es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Es war unfassbar viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Aber es war halt auch echt, es war schon geil, auch das alles mal selber gemacht zu haben und dass man da halt so dabei ist. Und ey, das, was dann passiert ist, damit hätten wir im Leben nicht gerechnet. Also, und da sind wir ultra dankbar für, was da so passiert ist. Vielen, vielen Dank. Und wir lieben euch am besten. Wir lieben euch am besten. Am allerbesten. Danke, dass wir hier sein durften. Mandel-Kokain-Schnaps, da sind sie. So, und jetzt stürzen wir uns in die Menge. Heiner und ich geben noch mal ein bisschen Gas mit den Jungs. Wir trinken noch einen zusammen und holen uns noch ein paar Autogramme von euch und wünschen euch noch viel Spaß. Die nächste Band, die jetzt gerade auf der Bühne steht. Wir sind heute im Motorradclub, schon viele Jahre und wir haben diese Band schon 2-3 Jahre arrangiert. Ist eine Top-Band, macht super Stimmung. Ja, ich habe gehört, die machen nicht nur Motorradclubs, die machen auch Hochzeiten, die machen sogar Geburtstage. Die sind also cool. Sind ganz tolle Jungs. Bin ich beim Mad Eagle. Ist richtig. Aus dem Kreisverlabor und sogar aus Hamburg. Das ist richtig, ja. Extra angereist aus Hamburg für den heutigen Abend? Ja, absolut, natürlich. Meine Jungs, dafür komme ich auch aus San Francisco. Ich bin der Quotenhorst, ja. Also so steht es auf der Webseite. Ich habe gehört, du kommst aus Dresden? Nur genau. Also eine bunte Maschine hier, wa? Weil ich hier gerade. Ey, Paderborn, an Dresden, Hamburg. Und dann hier in dem kleinen Ort in Ferne? Ja, wieso nicht? So nebenan. Und du, wo kommst du her? Ich komme aus dem wunderschönen Blombeck, das ist in Lippe. Oh, das ist ja fast der weit angereisteste. Ja. Gebürtiger Osnabrücker, aber wohnhaft in Paderborn-Elsen. Da unten spielt gerade eine Band. Die kommt aus Berlin. Ja, ihr seid später dran. Die Guten kommen zum Schluss, oder? Die Band, die zum Schluss kommt, die hat immer die größte Aufgabe, nämlich die Leute noch da zu behalten. Und das werden wir natürlich tun. Was natürlich auch schwerfällt bei der Band, glaube ich, ne? Es ist ein ganz anderes Genre und ich finde die Band, die da unten gerade performt, großartig. Also das ist wirklich ganz was ganz anderes, was wir machen, aber total großartig, was sie da von der Bühne und auf der Bühne abreißen, ja. Ja, ihr seid eine Coverband und das ist schon mal ein ganz gewaltiger Unterschied, ob man jetzt eine eigene Musik macht oder man spielt sie halt nah. Guns N' Roses, ganz groß bei euch, ne? Die Toten Hosen.
Wir bedienen ja mehrere Felder. Wir sind uns ja jetzt nicht nur in eine Richtung, sondern von halt Rock bis Punk über Metal. Also wir machen alles. Also ihr habt ein ganz großes Repertoire. Und das schaue ich mir nachher an. Und ich bin sowas von aufgeregt und warte ab, was da auf mich zukommt. Hast du uns noch nie gesehen? Nein, leider. Ich bin nicht immer hier. Suchst du denn keine Motorradtreffen? Doch, früher. Es ist lange her. Mal wieder dich auf dein Bike schwingen und mal vorbeikommen. Wir sind immer unterwegs auf sämtlichen Motorradtreffen in der Umgebung, werden viel gebucht und haben schon viele Freunde dort gefunden. Also schwing dich auf dein Bike und komm vorbei, Bernd. Ey, super, werde ich nämlich machen. Ich bin Biker durch und durch. Ich habe früher auch richtig Vollgas gemacht. Ja, ich glaube, mit dem Dreirad bist du da trotzdem herzlich willkommen. Also wir würden dich auch auf die Bühne holen, dann interviewen wir dich mal und dann kannst du mal erzählen, wie das mit deinem Dreirad so passiert ist. Warum Dreirad und nicht mehr Bike? Danke euch und viel Spaß gleich. Rockt die Wand. Die Wand und die Van. Prost. Ciao. Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.